zurückgezogen in eine Kammer. Nein, in eine Ecke hier. Stehen wir gerade und beobachten ein wenig die Gegend. Und werden jetzt mal weiterziehen. Wir haben anscheinend nur noch einen Begleiter. Munitionstechnisch hatten wir soweit alles eingesammelt. Und wir wollten doch nach oben. Warum gehen wir jetzt nach unten? Das macht doch gar keinen Sinn. Aber wir nehmen uns dann trotzdem. Trotz alledem natürlich die ganze Munition mit. Und schauen jetzt einfach mal. Wir gehen immer weiter nach unten, habe ich so das Gefühl. Ich dachte, wir wollten nach oben. Oh, schon wieder so ein Tunnel. Ist das nur einer? Anscheinend. Okay. Das hört sich nicht ganz so gut an. Oha. Ich weiß nicht, ob der mir angreift, oder? Wir können uns gar nicht verstecken. Wir haben nur noch 11 HP. Und wir sind tot. Okay. Ein seltsamer Einstieg. Das heißt, wir werden uns jetzt beeilen. Da wir ja wissen, was von hinten kommt, werden wir uns schnell irgendwohin verziehen. Was ist das hier noch? Oh. Ich muss eben. So. Ich bräuchte mal Munition dafür, aber. Doch, wir kriegen wieder welche, gut. Kriegen wir noch mehr Munition? Okay, also so richtig viel haben wir dafür nicht. Dann nehmen wir mal das andere MG kurz. Damit wir nicht gleich ohne Schuss hier stehen. Das wäre nämlich unpraktisch. Ah. Nein, die blenden doch nur. Verdammt, das ist das Teil. Wie viele sind von den Dingern hier? Ich sehe die nicht. Hier war noch irgendwo einer, oder? Gut, haben sie zerworfen. Er läuft da vorne rum. Lass mal eben mal gucken. Wer sie bei uns gesehen hat. Ich weiß auch nicht, wo wir weiter müssen, davon ab. Okay. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal Krieg der Welten gesehen habt. Aber ich muss sagen, die haben sehr viele Ähnlichkeiten gerade, diese, naja, nennen wir sie mal Roboter. Ich glaube, er sieht uns. Das wird jetzt hier ein Geduldsspiel. Ich weiß auch nicht, ob wir nach da oben müssen oder in das Treppenhaus da rein.
Wir werden uns jetzt mal das Treppenhaus angucken. Wir haben nämlich einen einzigen Vorteil. Das ist gar kein Treppenhaus. Ich würde sagen, wir haben einen Vorteil. Wir können nämlich schnell laufen. Und der bleibt da hinten jetzt gerade. Oh, 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 oh. Ah. Hier irgendwo rein. Ist auch wieder so ein Ding, oder? Hier ist doch. Okay, Problem ist, wir kommen hier nicht weiter. Und ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Hier runter? Da sind wir ja wieder eine Etage tiefer. Wo sollen wir denn hin? Wieder einen Weg übersehen? Oh. Hier gibt es noch ein bisschen Munition, aber die haben wir ja soweit schon. Jetzt sind wir wieder hier. Also im Moment tue ich mir manchmal ein bisschen schwer mit der Wegfindung. Oh, da geht es noch eine Etage höher, habe ich gerade gesehen. Dafür brauchen wir erst ein bisschen Ruhe. So, ich sehe ihn. Okay, ich glaube, wir müssen eine Etage höher. Schnell, 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 schnell. Verdammt, wie soll man das denn schaffen? Oh, wir haben hier kaum Deckungsmöglichkeit. Schnell rauf, rauf, rauf. Okay, wir sind hier so weit oben. Und ich weiß überhaupt nicht, ob wir hin müssen. Das kommt noch dazu. Wir müssen eigentlich super schnell hier durch und dürfen uns nicht treffen lassen. Wie soll man das denn schaffen? Okay, wir probieren das einfach nochmal. Lass mich jetzt hier soweit nicht ablenken. Nein, 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 nein. Okay, irgendwo ist dieses Teil noch. Das müssen wir jetzt noch eben abwarten. Das geht mir auf den Nerven. Da, es kommt auf uns zu. Oh, wir haben die falsche Waffe in der Hand. Okay, wir gehen jetzt einfach schnurstracks nach oben hier. Sollen uns vielleicht hier kurz in Deckung begeben. Problem ist, wir haben auch nicht genug Waffen zum Verteidigen. Überleben die das? Ja. Der ist quasi direkt vor uns. So, wir sind weiter denn je, aber auch das ist der falsche Weg. Wow, wir haben eh keine Health mehr, die wir holen können. Das heißt, wir müssen das jetzt schaffen. So, hier lang, hier lang. So, wir haben zwei Sachen zu verteidigen. Wahrscheinlich zum einen den Helikopter. Zum anderen diesen... wie heißt er? Vergessen, wie er heißt, obwohl eigentlich kann er uns egal sein. Hoffe ich. Hoffe ich jetzt einfach. Ich habe ja keine Ahnung, was er sonst so erwartet. Dr. Freeman, da herrscht das reinste Chaos. Hier bei der Zitadelle haben sie die Straße den Stridern überlassen. Wenn wir zur Anhöhe gelangen, können wir sie zurückschlagen. Okay. Wir sind schon fast an der Zitadelle. Keine Ahnung, wie wir da rein sollen, aber...
ist schon so weit gekommen. Hier wird sicher was einfallen. Naja, natürlich sind wir wieder die einzige Rettung, die überhaupt erdenklich wäre. Wir müssen zum Pferd kommen. Okay, wir sollten uns jetzt hier auf jeden Fall nicht zu viel Herz entziehen lassen. Ich sage, ich weiß gar nicht, wozu ich die Leute auch dabei habe. Also eine wirkliche Hilfe sind sie ja nicht. Autsch. Okay, steht da auch Danger dran? Ja, steh mir noch im Weg. Ey, ihr seid solche Helden, echt. Ja, tot, ne? Lass mich raten, der ist auch gleich weg. Okay, wir haben ein kleines Problem da hinten. Ich weiß nicht, was uns jetzt mehr Sorgen machen sollte. Im Moment macht der mir auf jeden Fall mehr Schaden. Was ist da noch drin? Anzugsenergie. Okay, wieder raus hier. Kaputt kriegen wir den jetzt wahrscheinlich eh nicht. Ja, natürlich rennen wir genau raus. Wow. Wo er hier unterwegs ist. Okay, lassen wir ihn mal laufen. Ich denke, wir müssen das Gebäude da drüben. Dann lass ihn mal nochmal zurückgehen. In Ruhe. Und los. Action, Action, Action. Drin. Okay, das ist ein Glasgebäude. Das ist natürlich unheimlich praktisch. Anzug aufladen. Als einzigen Schutz haben wir im Endeffekt nur die Tür. Okay, er hat uns aber anscheinend nicht bemerkt. Wieso ist er eigentlich immer eher? Roboter haben kein Geschlecht. Nein. Hoffentlich sind wir unbemerkt hier. Ja, verdammt, der trifft uns hier sogar. Oh oh. Ich weiß nicht, ob wir weglaufen könnten. Also was wir auf jeden Fall nicht können, ist okay, der einzige Vorteil, den wir haben, ist, wir können anscheinend nicht so tief schießen. Wir müssen jetzt weiter. Hört sich gerade nicht so gut an. Okay, die springen mal eben hinten den halben Laden einfach in die Luft. Einer war da noch. Okay. Also ohne unseren Schutzanzug wären wir schon lange tot, glaube ich. Also hätte ich schon lange keine Lust mehr, glaube ich. Wir möchten uns dir anschließen, Freeman.
Neue Schussopfer. Wunderbar. Mit denen ziehen wir weiter. In der nächsten Folge hier bei Half-Life 2. Bis dahin.